Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Friends, ich lebe wieder, nachdem ich 24 Stunden gestreamt habe. Ich war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr tot. An alle, die dabei waren, Kuss geht nochmal raus. Es war der geilste Stream, den ich jemals gemacht habe. Und ich freue mich so sehr, falls wir irgendwann in naher Zukunft nochmal einen 24-Stunden-Stream machen sollten. Hoffe ich, ihr seid auch wieder dabei, denn es war amazing. Es hat so viel Spaß gemacht. Also vielen Dank dafür nochmal. Heute geht es aber nicht um einen 24-Stunden-Stream. Denn heute geht es endlich mal wieder darum, was ich euch versprochen habe. Und zwar die Sims 4 Gameplay Packs. Ranken. Das machen wir heute. Es sind gar nicht so viel wie Accessoire-Packs oder Sets. Das sind, glaube ich, 10 oder 11 sind das Gameplay-Packs. Und die ranke ich euch da jetzt nochmal, weil ihr wisst, morgen ist Weihnachten, Freunde. Das heißt, wir müssen das nochmal machen, damit ihr morgen, wenn ihr, oder übermorgen, je nachdem, wann ihr Geschenke kommt, die nächsten Tage, Leute, Geld, alles Mögliche, was ihr bekommt, damit ihr wisst, wofür ihr das ausgeben könnt. Und falls ihr euch fragt, wo ihr euer Geld am besten spenden könnt, Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wo ihr günstig die Sims 4-Packs, die Sims 3-Packs, alles Mögliche günstig bekommt. Deswegen, Leute, kurze Mats ab. So, Friends, herzlich willkommen zu meiner Instant Gaming Werbung. Ihr kennt das Ganze ja schon. Ich habe jeden Monat ein Gewinnspiel mit Instant Gaming zusammen und ihr könnt euch ein Spiel eurer Wahl wünschen. Und mit etwas Glück gewinnt ihr das. Also das ist nur mein Gewinnspiel. Da hat Instant Gaming oder andere Leute haben damit nichts zu tun. Also ich finde das sehr, sehr geil. Könnt ihr noch bis Ende des Monats mitmachen. Also es ist egal, ob ihr euch ein The Sims 4 Pack holen wollt, wie zum Beispiel jetzt das neue, beziehungsweise das neueste Pack, die Sims 4 Highschool Jahre. Nehmt einfach ganz easy dran teil. Ihr seht hier schon, das Ganze geht mit Facebook, Google, Apple oder ihr macht euch selber einen Account. Das ist ein bisschen abgeschnitten, weil ich habe ein bisschen rangezoomt, Leute. Sorry. Aber es ist ganz einfach. Könnt ihr gerne machen. Und es ist komplett kostenlos, einen Account zu erstellen und mitzumachen. Also lieben wir. So, und sonst auf dieser Seite könnt ihr natürlich auch ganz, ganz, ganz viel sparen. Ihr seht hier noch ein anderes Gewinnspiel, und zwar das Weihnachtsgewinnspiel. Ihr könnt den Gaming-PC gewinnen. Könnt ihr natürlich auch mal dran teilnehmen. Ist noch bis morgen Nacht. Richtig geiler Gaming-PC, muss ich mal wirklich sagen. Kostet knapp 2000 Euro, also würde ich auf jeden Fall auch nochmal dran teilnehmen, Leute. Sehr, 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 sehr geil. Und sonst könnt ihr hier alles kaufen, was ihr wollt, Leute. Also, jedes The Sims 4 Pack findet ihr hier. Also die Sets wahrscheinlich, also ihr findet wahrscheinlich Sets, aber Sets wahrscheinlich nicht so viel günstiger. Aber die großen Packs, Leute, ihr seht hier an die Arbeit 14,99 €. Cottage Living, also hier Landhausleben für 16,99 €. Was ein guter Preis, Leute. 15 Euro für das neue Escape Pack. Es ist so ein gutes Pack. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Ihr findet hier alles viel, 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 viel günstiger, als ihr es sonst irgendwo findet. Und ich würde euch das Ganze auf jeden Fall empfehlen. Und natürlich auch für alle, die immer noch Sims 3 begeistert sind, Leute. Hier findet ihr natürlich auch ganz viele Sims 3 Packs. I mean, Leute, Sims 3 Showtime ist mit eines der besten Packs für 1,60 €. 1,60 €, Leute. Das ist so krass. Das ist so, so, so krass. Ihr findet hier natürlich auch alles andere, was ihr euch noch wollt. Ich könnte mir hier eigentlich auch mal noch Sachen für Sims kaufen, für Sims 3. Das habe ich nämlich alles gar nicht. Die ganzen Accessoire-Packs, die habe ich halt nicht, Leute. Die habe ich halt nicht. Aber, naja. Natürlich findet ihr noch alle anderen Spiele, egal ob City Skylines ist, beziehungsweise das ist nur eine Erweiterung, glaube ich. Aber ihr findet natürlich auch alle anderen City Skylines, Dead by Daylight. Sachen, die ihr braucht, findet ihr Robux. Falls ihr Robux für Roblox kaufen wollt, könnt ihr da auch günstiger machen. So, Friends, jetzt machen wir weiter mit dem Ranking. Okay, Friends, dann würde ich auch schon sagen, gehen wir direkt rein auf die Webseite und ich ranke euch mal alle Packs in die Sims 4, beziehungsweise alle Gameplay Packs. Nicht alle Packs, das wäre viel zu viel, dieses Video wäre viel zu lang, aber alle Gameplay Packs. Let's go! So, Friends, wir haben hier wieder unsere bekannte Tierlist und es wird Zeit, dass wir die Gameplay Packs ranken. Ich habe es diesmal sogar sortiert nach Erscheinungsdatum. Also wir fangen an mit Outdoor-Leben und enden mit Werwölfen. Deswegen diesmal so ein bisschen, ne, damit wir wissen, wann was zuerst kam. Und ja, ich würde sagen, Outdoor-Leben, fangen wir direkt an. Das war das erste Gameplay Pack. Das hat uns neu gezeigt, dass es jetzt überhaupt Gameplay Packs gibt. Und ich muss sagen, ich mochte Outdoor-Leben wirklich, wirklich sehr. Ich rank's auf jeden Fall auf ganz gut, denn diese Welt war nice. Das Camp hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man kann damit einfach super viele Sachen machen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt jetzt so schlechte Gameplay-Packs... Ah, okay, doch, eins fällt mir ein. Ja, eins fällt mir ein. Aber dennoch, Freunde, Outdoor-Leben war super cool. Mir hat das total gefallen, zusammen in den Urlaub zu fahren, da zu campen, entweder, also richtig zu campen oder in so einer Blockhütte zu sein. Dann gab es ein verstecktes Grundstück, das war richtig nice. Es war einfach schön. Ich fand es schön da. Mir hat es richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es ist aber kein Lieben wir. Es ist noch kein Lieben wir, aber es ist auf jeden Fall kurz davor, ein Lieben wir zu werden. Machen wir weiter mit die Sims 4 Wellness Tag. Das hätte ich... Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich...
Boah, es ist richtig schwierig gerade. Also, gehen wir ganz weit zurück in die Zeit, Freunde. Denn dieses Pack hat ja letztes Jahr, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ein Update bekommen. Deswegen, das müssen wir natürlich berücksichtigen. Ein Gratis-Update. Also, das heißt, wenn ihr das hattet, dann habt ihr gratis neue Sachen hinzubekommen. Ja, also das Pack war an sich cool. Es gab eine Sauna, man konnte sich entspannen. Es hat, man hatte viele Möglichkeiten, Yoga zu machen, verschiedene Fähigkeiten da zu lernen. Man konnte, glaube ich, auch Yoga-Lehrer werden. War das ein Ding? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich es auch schön zur Entspannung, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und ich überlege gerade, ob ich es auf Lieben wir ranke oder auf ganz gut, weil durch dieses Update, was kam, dann kamen ja hier Fingernägel und alles dazu, ne, dass ihr euch so Fingernägel machen lassen könnt. Ich weiß gar nicht, was noch alles dazu kam. Ich bin da ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall hat es eine komplette Überarbeitung bekommen, was ich sehr, sehr cool fand. Und ich würde auch sagen, es ist ein ganz gut. Es ist vielleicht fast ein Lieben wir. Es ist ein gutes Pack. Es ist wirklich, wirklich ein gutes Pack. Die Gameplay-Packs überzeugen eigentlich so gut wie immer. Deswegen, es ist für mich ganz gut, Leute. Es ist für mich ganz gut. Machen wir weiter mit Gaumenfreunden. Das war das dritte Gameplay-Pack, was es gab. Damit konnt ihr ein eigenes Restaurant führen, es komplett leiten, sagen, okay, das sollt ihr anziehen als Bedienstete. Das finde ich eigentlich super lustig, weil ihr könnt eure Sims da super nackt noch rumlaufen lassen. Das ist vielleicht die falsche Art. Aber ihr konntet es tun und das war eigentlich super, super lustig. Und ich muss sagen, Gaumenfreund, finde ich ein richtig, 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 ich mag das sehr. Ich mag das wirklich sehr. Ich habe damals ein eigenes Restaurant gehabt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war aber auch super, super, super anstrengend. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe, ein 5-Sterne-Restaurant zu machen. Vielleicht ist das auch mal was für einen Stream. Dieser Stream endet erst, wenn wir 5 Sterne haben als Restaurant. Das wäre vielleicht mal was, Leute. Das wäre vielleicht mal was. Ich wäre echt ready dafür. Schauen wir mal, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber es war cool. Also wirklich, dieses ganze Konzept hat mir richtig gut gefallen, dass ihr da arbeiten konntet. Ihr konntet es managen. Ihr konntet die Geldausgaben euch anschauen, ihr konntet Sachen dazu bauen. Es war toll, ich mag das sehr. Ich mochte das wirklich, wirklich, wirklich sehr. Okay, kommen wir zum ersten okkulten Pack, und zwar Vampire. Später kamen noch Hexen, beziehungsweise Magier, Reich der Magie, und zuletzt kamen die Werwölfe. Fehlen eigentlich nur noch die Feen, oder? Ich denke, wir bekommen noch Feen als Gameplay-Pack. Ich könnte es mir schon vorstellen. Also, sorry, alles, was in die Sims 3 Supernatural war. Was waren da noch? Da war noch ein Djinn, aber nur wenn man Showtime hatte. Das sah so ein bisschen wild. Auf jeden Fall könnte ich mir aber schon vorstellen, dass wir noch Feen kriegen, Leute. Wann? Weiß ich nicht. Es wird ja eigentlich mal wieder Zeit für ein Gameplay-Pack. Es wird eigentlich mal wieder Zeit. Ich habe keinen Bock mehr auf Sets, Sims. Gib mir ein großes Pack, gib mir ein Gameplay-Pack. Ich will nächstes Jahr Content sehen, okay? Haben wir uns da verstanden? Vampire war geil. Vampire, wie gut. Es ist, glaube ich, es ist nicht das Beste von denen. Ich sag's, wie es ist, es ist ganz gut. Ich finde die Vampire, sind die Vampire für mich am geilsten, weil ich mag die Vampire mehr als die Zauberer oder die Werwölfe. Aber das Pack hatte einfach weniger zu bieten als jetzt sowas wie Reich der Magie. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Es hatte eine schöne Map. Also die Map war sehr süß, die war aber sehr, 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 sehr klein. Die Vampire sahen sehr wild aus, aber es hat Spaß gemacht, die zu leveln. Es hat Spaß gemacht, zu kämpfen gegen die Vampire. Es war cool. Es war richtig gut. Es war richtig, richtig gut. Es ist nicht nur ganz gut, Leute. Es ist schon richtig gut. Was ich persönlich hingegen nur ganz okay finde, ist Elternfreunde. Ich weiß, ich werde mich jetzt sehr unbeliebt machen, denn ich glaube, viele mögen dieses Pack. Aber ich fand es einfach so kacke. Ich habe mir so viel erhofft, Leute. Ich habe mir wirklich, wirklich, wirklich so viel erhofft. Das ist so wie bei Sims 3, bei Lebensfreude. Wisst ihr, da habe ich mir Junggesellenabschied. Ich weiß nicht, alles mögliche, Highschool-Sachen, Schulabschluss. Ach, es war so toll. Es war so toll, Leute. Man wurde mit einer Limo zum Schulabschluss gefahren. Ist das nicht amazing gewesen? Und dieses Pack, ich weiß nicht, was es gebracht hat, außer dass diese Kinder die ganze Zeit Dreck gemacht haben und dass es so eine Tafel gab, wo man sagen kann, du kriegst Hausarrest, was ich selber noch nie benutzt habe. Es ist okay. Es ist nett. Es ist aber auch jetzt nicht mehr, Leute. Für mich ist es jetzt auch nicht mehr. Muss ich jetzt einfach mal einen Punkt klar sagen. Weiter geht's mit Dschungelabenteuer. Dschungelabenteuer lieben wir, Leute. Ich liebe Dschungelabenteuer. Es war geil. Es war richtig nice, in dieser Pyramide da Sachen zu erkunden. Das macht super viel Spaß, dann gibt es da dieses Skelett, was euch töten will. Und das erinnert mich einfach an die Sims 3 Reiseabenteuer. Das ist cool. Ihr könnt geil in den Urlaub reisen, dschungelmäßig. Ihr könnt da Sachen ausbuddeln, ihr könnt da auch sterben. Auf dem Weg in diesen Tempel könnt ihr natürlich auch sterben. Und das ist cool. Das macht richtig Spaß. Ich mag solche Packs, wo man so ein bisschen gechallenged ist. Und wo man sowas machen kann. Also jetzt nicht nur, klar, Wellness-Tag, Leute. Ihr könnt euch entspannen. Eure Yoga-Fähigkeit, Wellness-Fähigkeit, alles Mögliche könnt ihr in euch sammeln. Aber
Ich finde es einfach ein bisschen geiler, wenn ich was erleben kann. Ich will Sachen erleben, ich habe Bock. Ich will so ein bisschen dann so, das macht mir einfach Spaß, sich da so durch den Dschungel zu kämpfen. So Seven vs. Wild in die Sims 4. Nein, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, Leute. Ich finde es cool. Ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Und das nächste Pack, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall ein stronges Bild, Leute. Sehr stronges Bild. Strangerville. Strangerville ist von vielen wahrscheinlich nicht das Lieblingspack. Aber ich finde, sie haben sich da in eine Richtung bewegt, die ich mir gerne häufiger gewünscht hätte. Denn es gab eine Story. Es gab eine Story, die man lösen musste. Und zwar musste man die Mutterpflanze besiegen, weil alle waren infiziert, alle waren krank. Und das war cool. Das war cool. Es hat mir sehr viel Stranger Things Vibes gegeben. Und ich habe auch super oft damals Stranger Things dazu gesagt. Es ist auch irgendwie true gewesen. Aber das war so cool. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, diese Mission, die man da hatte, dass ihr konntet die Welt retten, sozusagen. Ihr konntet die Welt retten und vor der Mutterpflanze entkommen. Die konnte euch auch töten, Leute. Möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Wir wurden im Let's Play getötet, aber wir haben alles wieder zurückbekommen, zum Glück. Das hat mir Spaß gemacht. Ich mochte diese Stadt. Die war sehr komisch, sehr merkwürdig. Diese Sims, wie die alle so richtig cracked up waren. Das fand ich cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich will mehr solche Packs, Sims. Nennt es nicht Gameplay Packs, nennt es von mir Story Packs. Verkauft es für einen 10er, für 15 Euro für mich. Ich kauf's. Das ist geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich würde es euch allen nur empfehlen, das einfach mal durchzuspielen. Weil das ist so ein bisschen, als ob ihr so eine Mission in diesem Game habt. Das ist so cool. Ihr spielt nicht einfach nur Sims, sondern ihr habt noch eine Mission in Sims. Das ist geil. So, machen wir weiter mit die Sims 4 Reich der Magie. Ich muss sagen, ich persönlich bin eigentlich kein Fan von Reich der Magie, weil ich benutze selten okkulte Sims. Ich benutze seltenst, sehr, sehr, sehr seltenst okkulte Sims. Aber Reich der Magie ist von den okkulten Packs am stärksten. Wir haben eine eigene Welt und wir haben noch eine eigene offene Welt. Allein, dass es eine eigene offene Welt ist, Leute, ohne Ladebildschirm, finde ich schon mal, ist der Pluspunkt des Todes. Hexen sind super cool, es macht super viel Spaß. Ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, die selber hochzuleveln, einfach weil mich das nicht so gereizt hat, Leute. Mich reizt es einfach nicht so, die okkulten Sims. Sag ich euch, wie es ist. Aber das ist richtig cool. Ihr habt alles perfekt. Ihr habt ganz viel wilde Zaubersprüche mit wilden Mods. Könnt ihr auch Leute umbringen. Das ist auch super, falls ihr das... Ich finde es schön, dass das ein Kriterium von mir ist, dass ihr auch Leute damit umbringen könnt. Aber ja, könnt ihr. Nice Welt, nice Outfits. Das hat alles gepasst. So muss ich sagen. Lieben wir. Was wir nicht lieben. Und ich möchte gar nicht viel dazu sagen, denn es gibt bestimmt einfach Star Wars Fans. Unter euch ist das Star Wars Pack. Ich fand es furchtbar. Ich persönlich fand... Warum, EA? Warum habt ihr das rausgebracht? Was war die Intention? Ich fand das kacke. Mir hat diese Welt absolut nicht gefallen. Diese ganzen Star Wars Figuren, die dann plötzlich da rumgelaufen sind, haben mir einfach nur Angst gemacht. Es hat gar nicht in Sims reingepasst irgendwie. Nee, also muss ich mal sagen, das hättet ihr euch sparen können. Also auch, habe ich dafür Geld ausgegeben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, EA hat mir das noch gegeben. Ich glaube, das war das letzte Pack, was EA mir gegeben hat. Danach haben sie gesagt, over. Nee, Leute, mit dem Pack hat mich EA rausgeschmissen. Mit dem Pack hat mich EA rausgeschmissen. Für Instant Gaming. Aber naja, Leute, Instant Gaming ist besser. Sorry, EA. Machen wir weiter mit Traumhaftes. In den Design, Freunde, ein geiles Pack zum Bauen. Wir lieben das. Ihr benutzt es alle, wenn wir Shell Challenges machen, benutzt ihr das immer. Es ist ein geiles Pack. Man konnte auch Innendesigner werden als selbstständige Karriere. Mega cool. Habe ich nie gemacht. Aber damit zu bauen, ist auf jeden Fall geil. Dazu kann ich nicht anders sagen, Leute. Wenn ihr wirklich bauen wollt in Sims, ihr braucht dieses Pack. Holt euch das Pack. Das ist ein absolutes Lieben wir. Das ist geil. Das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ach, Mann. Es hätte so gut sein können. Das Hochzeitspack, Leute. Meine Hochzeitsgeschichte in die Sims 4. Der Trailer hat uns so viel versprochen. Wir können geil heiraten. Endlich. Wir können den Kuchen auswählen, die Pflanzen auswählen. Die Deko und alles. Die Blumen, nicht die Pflanzen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen langen Steg, wo man so dann gemeinsam zusammen läuft. Dann gibt es einen Trauzeugen. Dieses Pack hatte viel Potenzial, aber dieses Pack kam und Sims war tot. Sims war tot. Sie haben das versucht ein bisschen zu fixen und haben auch so ein bisschen gekämpft, dass sie das wieder besser hinkriegen. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, das Pack ist immer noch super trash. Ja, das lohnt sich ein bisschen für die Map. Die Map ist schön, die Objekte sind schön, die Outfits sind schön, aber das ist halt ein Gameplay-Pack und das Gameplay ist halt einfach jetzt nicht vorhanden, Leute. Das ist halt einfach sehr, sehr, sehr buggy und es funktioniert auch nicht ganz so gut, auch mit Mods. Ist super Pain gewesen, aber auch ohne Mods war es einfach nicht so strong, Leute.
so schade. Es hatte so viel Potenzial. Okay, Friends, kommen wir zum letzten Pack. Und zwar die Sims 4 Werwölfe. Das ranke ich auf ist okay, weil ich habe gesagt, es ist das schlechteste von den okkulten Packs. Also, na, ihr seht ja nochmal, das Beste finde ich Reich der Magie, dann Vampire und dann Werwölfe. Das ist das letzte Pack, was rauskam. Ja, es war okay. Ich habe mir auch mehr vorgestellt, Leute. Ich habe mir einfach, die Werwölfe sehen aus wie Shit. Sag ich euch, wie es ist. Ich finde, es sieht nicht aus wie ein Werwolf. Ich finde, es sieht aus wie ein Luchs, eine Katze. Es sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Werwolf. Ja, die Verwandlung ist nett, dass die Sachen kaputt machen können, ist nett, die können Sachen essen, ist auch okay, aber diese unterirdischen Tunnel, die sind auch nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, ich dachte, das wird cooler, ich dachte, wir können so mit, wisst ihr, wie cool es gewesen wäre, wenn man so mitgehen könnte und hätte man so unterirdische Missionen haben können, cool, merke das, cool, aber es ist nicht, es ist okay, für alle Leute, die Werbe für mich mögen, gönnt es euch, es ist aber für mich auf jeden Fall ein Pack, was ich mir jetzt nicht hätte freiwillig geholt, hätte ich es nicht holen müssen. Also ich fand es auf jeden Fall relativ shit. Ich würde vielleicht sogar sagen, es ist schon eher an der Grenze, so lohnt sich nicht. Aber es ist okay. Es ist okay, Freunde. Es ist okay. So, Friends, das war's mit dem Gameplay-Pack-Video. Und ich muss sagen, die Gameplay-Packs haben tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Ich habe 5 Stück auf Lieben wir gerankt, 3 auf ganz gut. Also es sind auf jeden Fall gute Packs dabei, die ihr euch holen könnt, wenn ihr wollt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung für Instant Gaming. Denkt gerne auch dran, dass ihr euch alles andere da holen könnt. Nehmt gerne am Gewinnspiel dran teil. Und dann würde ich auch schon sagen, hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ich bin immer da für euch, egal ob auf YouTube oder auf Twitch oder auf Instagram. Meldet euch auch bei mir, wenn ihr was von mir wissen wollt. Und wir hören uns morgen auf YouTube. Wir hören uns heute Abend auf Twitch. Und wir hören uns, ja, dann vor Silvester bestimmt auch nochmal auf YouTube. Und auf Twitch hören wir uns an Silvester. Das wird sehr, sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, 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 ciao.